Das Rematch zwischen Nagelsmann und Tuchel, Leipzig gegen Paris. Und weitere Tipps zur Champions League, dritter Spieltag, Mittwochsspiele. Das Rematch, weil sie ja im Halbfinale der vergangenen Saison gegeneinander gespielt haben mit dem besseren Ende für Paris Saint-Germain. Wie wir wissen, 3:0 hat Paris gewonnen und ist ins Finale gegen Bayern und dort haben sie 1:0 verloren. Leipzig, jetzt gerade die Tabellenführung abgegeben in der Bundesliga bei der Niederlage in Gladbach 0:1. Jetzt Gastgeber für Paris Saint-Germain und Paris, ja, gut, sind natürlich mit einer Quote von 2,25 die Favoriten hier. Jetzt müsste Leipzig eigentlich zurückschlagen. Wenn jetzt Leipzig zuletzt nicht gerade erst gegen Manchester so untergegangen wäre und auch gegen Gladbach recht unglücklich ausgesehen hat, dann hätte ich jetzt hier schon mit einer Wette auf Leipzig geliebäugelt. Zumindest ein Unentschieden ist hier schon im Rahmen der Möglichkeiten. Aber wegen der genannten schwachen Leipziger Leistungen würde ich davon absehen. Und eigentlich gehe ich schon dann davon aus, dass Paris Leipzig mehr oder weniger deutlich besiegt. Aber die Quote von 2,25 auf Paris ist ganz gut. Siehst du irgendwelche Chancen für Leipzig? Nee, für mich ist sogar der entscheidende Faktor bei dem Spiel, dass Paris gegen Manchester United verloren hat im ersten Spiel. Das heißt, die können sich jetzt eine zweite Niederlage gar nicht leisten, weil sonst wird es vielleicht eng mit dem Weiterkommen. Die müssen in Leipzig gewinnen und ich glaube auch, dass die gewinnen werden. Unentschieden im Rahmen der Möglichkeiten. Leipzig traue ich keinen Sieg zu, aufgrund der derzeitigen Form. Junges Team, bei denen war klar, dass irgendwann mal der Einbruch kommen würde. Wir sind gerade in diesem Einbruch und Paris kommt genau zur richtigen Zeit an den richtigen Ort und wird da 2:0 gewinnen. Mhm. Und dafür ist die Quote von 2,25 echt richtig gut und die gefällt mir und da muss man eigentlich wirklich drauf setzen. Paris minus 1,5, wenn dein Tipp von 2,0 eintreffen sollte, dann gäbe es sogar eine 4,25er-Quote. Also für Leute, die hohe Quoten mögen und gerne mal gamblen, ist das auf jeden Fall nicht das Schlechteste, sage ich mal. Aber für Leute wie uns, die in erster Linie schauen, dass wir Quoten um 2,0 bekommen, ist dieser Sieg auf Paris einfach alternativlos. Ja, sehe ich ganz genauso. Dann fangen wir noch mal von vorne an. Das erste Spiel, nämlich am Mittwoch um 18:45 Uhr, findet in der Türkei statt. Başakşehir gegen Manchester United. Und nach der Niederlage gegen die Leipziger, hat Başakşehir natürlich auch erwartungsgemäß zu Hause gegen Paris Saint-Germain verloren, aber auch jetzt nicht über die Maßen schlimm mit 2:0. Das ist alles so achtbar, muss man sagen. Hätte man vielleicht sogar höher erwartet, die Niederlagen. Jetzt kommt der Tabellenführer dieser Gruppe, Manchester United, 7:1 Tore. Ja gut, wer 5:0 gegen Leipzig gewinnt und was für ein Auftritt von Marcus Rashford. Eingewechselt, 3 Tore. Sehr stark, aber Leipzig war auch schwach. Jetzt kann vielleicht Başakşehir da zu Hause es knapper gestalten, zumindest als die Leipziger. Aber drauf setzen würde ich natürlich nicht. Nee, vor allem Manchester jetzt 1:0 nur gegen, 1:0 verloren gegen Arsenal im Heimspiel. Jetzt geht es in die Türkei, also ich denke auch eher Value auf Seiten der Türken mit Major Handicap plus 2 oder so. Aber wer soll darauf setzen? Na, da kriegt eine 1,4er-Quote und ist es zu gefährlich. Und ja. Auf Manchester müsste man halt minus 1,5 gehen, damit sie mit 2 Toren Vorsprung gewinnen. Ist in der Regel natürlich immer drin, aber warum sollten sie sich den Stress da antun und in der Türkei Vollgas geben? Weiß ich auch nicht. Ja.
Zenit gegen Lazio. Das ist auch ein spannendes Duell der beiden Gruppengegner von Dortmund. Da hat man Dortmund als Referenz, die ja gegen Lazio nicht gut ausgesehen haben und dann gegen St. Petersburg ja zwei Tore gemacht haben und dann dieses Spiel ja eher mehr schlecht als recht auch gewonnen haben. Lazio müsste dementsprechend natürlich Favorit sein. In Moskau sind sie aber nicht wirklich. Ausgeglichene Quoten. Lazio kriegt eine 2,7 und Zenit eine 2,88. Also die Buchmacher gehen von einem Unentschieden aus. Jetzt haben wir natürlich den Fall gehabt, dass Lazio auf sehr viele Covid-Fälle zurückblicken musste. Und nach wie vor sind da wahrscheinlich noch nicht alle wieder dabei. Unter anderem Immobile fehlte ja gegen Brügge. Und mit einer Rumpftruppe hat Lazio trotzdem ja, einen Punkt geholt gegen Brügge. Aber jetzt gegen St. Petersburg wird es nicht unbedingt leichter. Und schwer zu sagen, grundsätzlich würde ich auf Lazio gehen bei dieser Quote. Aber so unentschieden ist auch gefährlich. Und deswegen müsste man es absichern, aber das gibt dann eben keine attraktive Quote mehr. Asian Handicap 0 auf Lazio 1,93. Ja, könnte man machen. Ich glaube aber auch, das ist ein ganz anderes Ding, wenn du jetzt da nach Russland fährst. Und falls sie wirklich nochmal den gleichen Kader haben wie gegen Brügge, steht ja noch nicht ganz fest, wer aus Quarantäne kommt, zurückkommt nicht. Sie hatten A-Jugendspieler auf der Bank. Von daher lieber vorsichtig sein und vielleicht nicht riskieren, auch wenn die Namen her schon für Lazio sprechen würden. Hm, da würde ich wirklich kurz vor Spielbeginn abwarten oder wenn man jetzt schon absehen kann, wer wirklich in der Startformation steht, dann könnte man schauen und auf diese Asian Handicap 0 auf der anderen Seite vielleicht mit Zenit gehen. Aber so oder so ein Würfelspiel, diese Partie. Denn auch trotz schlechter Mannschaft haben sie in Brügge nicht so schlecht gespielt. Und Barcelona scheint zumindest in der Champions League wieder ein bisschen in der Spur zu sein nach dem Spiel gegen Juve. Aber dann spielen sie halt in der Liga nur 1-1 gegen Alavés. Ja klar, kannst du mal machen. Dass sie jetzt Alavés war sogar zu 10 nur, ne? Ich habe das Spiel tatsächlich angesehen. Also ich bin an dem Wochenende in so einem kleinen Fußballfieber gewesen und habe einige Spiele angeschaut. Barcelona sehr, sehr viel im Strafraum tatsächlich von Alavés aufgehalten, aber keine Tore geschossen. Ist jetzt die Frage, wie geht's in der Champions League weiter? Was denkst du, Radek? Ich habe dich gerade mal hochgefahren, deine Kamera ist gekippt, aber gut. Die Quote auf Kiew mit 38 ist natürlich interessant. Müssen wir halt schauen, wie stark Kiew wirklich ist und in Barcelona was reißen kann. Zumindest gegen Ferencvaros haben sie ja ihre 2-0-Führung nicht über die Zeit retten können. Also zur Halbzeit haben sie 2-0 geführt und dann ging es 2-2 aus und das ist, weiß Gott, keine besonders beängstigende Leistung, wenn man jetzt Barcelona ist. Wir haben ja gute Erfahrungen mit so Heimsiegen auf Barcelona gemacht, da gäbe es jetzt eine 1,13er-Quote, besser als nichts, aber andererseits ist Barcelona auch derzeit nicht die Mannschaft, auf die man wirklich viel Geld riskieren sollte. Nee, damit ist alles gesagt, was man sagen sollte. Also No bet. No bet. Haben wir uns schon mal wohler mitgefühlt. Dortmund bei Brügge. Was für ein Gesicht zeigt Borussia Dortmund dieses Mal nach dem knappen, aber doch ja, 2-0-Sieg gegen Zenit und der Standardleistung in der Bundesliga? Sind sie dort mit Bayern München zusammen Tabellenführer. Dementsprechend sind sie auch in Brügge Favorit mit einer 1,67er-Quote. Aber es wäre nicht Borussia Dortmund, wenn sie sich für so ein Auswärtsspiel nicht wieder was Besonderes einfallen lassen würden. Ganz genau. Und dazu muss man ja sagen, der Trainer von Brügge nach dem Spiel gegen Michelin hat gemeint, wenn sie wieder so spielen, verlieren sie gegen Dortmund 8-0. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Denn dafür ist ja Dortmund auch ersatzgeschwächt. Wird Mats Hummels spielen? Das ist für die Defensive noch eine große Frage. Und für die Offensive. Also hier einfach Finger weg. Vielleicht plus 2,5 Tore.
auch wenn Dortmund in letzter Zeit nicht so offensive Feuerwerke abreißt, kann ich mir hier schon vorstellen, dass es 2-1, 2-2 ausgeht, über 2,5 gibt, aber dann bestimmt auch nicht so die Top-Quote, Radek. Ja, ich schaue gerade nur, die Dortmunder müssen halt dieses Spiel gewinnen, wenn sie wirklich so in den Spiegel blicken wollen. Also eine Übertorwette auf über 2,5 gibt 1,63. Über 3 würde 2,05 geben. Ich gehe jetzt hier aber ehrlich gesagt nicht von einem Feuerwerk aus, eher von einem Kampfsieg. Das würde Dortmund auch mal gut zu Gesicht stehen, dass sie vielleicht ein enges Spiel dann gewinnen. Klar, jetzt musste Mats Hummels mit 2 Toren in die Bresche springen, weil ohne Haaland vorne nicht viel ging. Aber der Sieg der Dortmunder, dafür finde ich die Quote gar nicht so schlecht. Dortmund minus 1, 2,14. Ja, warum nicht? Dortmund gewinnt das, Dortmund muss das gewinnen. Hallo, jetzt haben wir jetzt schon Angst vor Brügge? Ich weiß nicht. Also, nee, dann nehmen wir es mit, einfach, weil du hast mich überzeugt. Ja, der Dortmunder Ruf ist schlechter, als er sein müsste. Also wenn sie diese Belgier nicht im Sack haben, dann weiß ich es auch nicht. Asian Handicap minus 1 auf Dortmund, 2,14. Man muss ja auch die deutschen Mannschaften supporten. Und die Wette ist gut, auch rein unabhängig davon, ob man jetzt für Dortmund ist oder sie schlecht findet. Die Wette ist von der Quote her gut. Chelsea gegen Stade Rennes. Da geht man natürlich auch klar von einem Chelsea-Sieg aus. 1,38 die Quote darauf. Die führen diese Liga an oder diese Tabelle in der Gruppe in der Champions League mit einem Sieg, einem Unentschieden. Haben bisher jetzt auch nicht wirklich brutalst geglänzt. Aber gut, die müssen erst noch zueinander finden. Potenzial ist da. Gegen Stade Rennes muss es ja dreimal reichen. Ist halt die Frage, stellt sich Rennes komplett hinten rein und hofft, dass es so gnädig läuft wie gegen Sevilla oder Krasnodar, wo sich ja in der Summe 1-2 Tore hatten. Oder reicht das gegen diese Superoffensive von Chelsea nicht und sie werden komplett überrannt? Ich würde fast sagen, dass Chelsea hier zu Hause Rennes wirklich mal abwatscht oder zumindest höher als mit einem Torvorsprung gewinnt. Und dann würde mich diese Wette auf Asian Handicap minus 1,5 bei einer Quote von 2,1 reizen. Wie stark schätzt du die Franzosen ein? Ich würde tatsächlich auf minus 1 gehen, einfach weil wir noch nicht genau sagen können, nach den zwei Spielen, sind die in der Defensive so stark oder sind die anderen einfach nicht gut genug. Lieber ein bisschen geringere Quote. Also ich glaube auch, dass Chelsea definitiv gewinnen wird. Aber wir werden vielleicht erst nach dem Spiel wissen, ob, ich meine, Krasnodar Rennes, was willst du von dem Spiel da sagen? Sevilla hat eigentlich 99% Ballbesitz gehabt, viele, viele Chancen gehabt. Genau, der Torwart ist überragend von Stade Rennes, das muss man festhalten. Aber ich kann mir vorstellen, dass Werner 2-3 Mal im Strafraum fällt und mindestens ein Elfmeter dabei rauskommt. Sidebet, Elfmeter für Chelsea, dann schießt entweder Jorginho oder Pulisic oder Werner selbst. Ja. Und also ich denke, die gewinnen da ziemlich sicher relativ hoch. Und deswegen finde ich die Wette gut. Du mit deinem Minus 1 kriegst halt nur eine 1,6. Aber ja, das muss jeder für sich selber wissen. Sevilla gegen Krasnodar. Yeah, 1,28. Das ist natürlich lächerlich niedrig. Dafür ist Sevilla auch nicht stark genug, muss man fast sagen. Jetzt haben sie 0-0 und 1-0 gespielt. Also die sind ja Minimalisten. Während Krasnodar gut gegen Chelsea halt jetzt hoch verloren hat. Aber, wie gesagt, ich sehe Sevilla jetzt hier nicht so wirklich als Power-Team, dass die jetzt hier so haushoch gewinnen. Auf Krasnodar zu setzen, gibt allerdings auch keine Quote und ist auch reine Spekulation. Ja, man muss jetzt Krasnodar nicht besser reden, als sie sind, und Sevilla auch nicht schlechter, als sie sind. Also 2-0 oder so wird es schon werden, ja. Aber ich würde hier auch keine Wette machen. Ja, schwierig.
gibt es keine Quoten. Und zum Schluss haben wir noch Ferencváros Budapest gegen Juventus Turin. Ronaldo ist wieder zurück, hat gleich mal wieder eingebombt und Juve ist wieder on fire. Und Mr. Champions League wird auch gegen die Ungarn wieder treffen. Quote auf Ronaldo-Tor weiß ich nicht, aber wäre auf jeden Fall eine Wette wert. Nachdem er jetzt hier so viele Spiele verpasst hat, wird der brennen und das haben wir in der Liga schon gesehen. Und dafür ist natürlich der ungarische Vertreter herzlich willkommen, auch wenn natürlich die Quote auf Juve mit 1,25 lächerlich niedrig ist. Ja, aber auch hier kann man nochmal schauen, was passiert bei Asian Handicap minus 1,5. Also wir haben hier bei dem Spieltag schon wieder eigentlich nicht Champions League würdig, viele David gegen Goliaths. Ob am Ende die Davids länger mithalten können, wie es dann oft mal bei kleinen Nationalländerspielen ist, ist die Frage. Aber ich sehe hier die Ungarn eigentlich keinen Stich machen gegen Turin, die souverän in Kiew gewonnen haben. Gut gegen Barcelona, die Barca hat einen starken Tag, aber warum nicht minus 1,5 auf Juve? Würde eine 1,76 geben und ja, sollen sie doch den Ronaldo-Schwung mitnehmen in die Champions League. Und Ferencváros, ja, dass die noch das 2-2 gegen Kiew geholt haben. Wie haben sie das gemacht, weiß auch keiner so recht. War natürlich jetzt nicht so ein Ausrufezeichen, dass man jetzt sagt, Juve, jetzt müsst ihr hier Angst haben, wenn es nach Budapest geht. Gut, und Leipzig-Paris haben wir schon mit der Wette auf Paris. Dann haben wir noch eine Wette, nämlich auf Dortmund, Asian Handicap minus 1,5 war es, oder 1. Minus 1 war es, genau. Und die Chelsea-Wette, Chelsea minus 1. Genau, Chelsea war minus 1,5 oder minus 1, da sind wir uns nicht ganz so einig, aber wir sind uns beide einig, dass Chelsea mit 2 Toren Vorsprung gewinnt. Und dann glauben wir das gleiche auch noch für Juventus Turin bei Budapest oder in Budapest mit einer Asian Handicap 1,5. Ja, haufenweise Favoritenwetten, ein paar Asian Handicaps und schreibt uns gerne eure Tipps in die Kommentare und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bis dann und viel Spaß beim Champions League Schauen.